Werte, Sammler und Sammlerin, ich bin Zolektor vom Team Jonetsu und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Manga-Update, diesmal für den Monat Oktober 2021 und ja, es wird einfach nicht weniger. Ich habe auch diesen Monat wieder einige schöne Sachen für euch, viele Neuerscheinungen, viele Comics, aber auch ein paar schöne Nachkäufe und tatsächlich auch ein paar richtig schöne Schnapper und tatsächlich ein Holy Grail von mir. Dementsprechend, ich würde sagen, wir reden nicht im großen Heißen, nicht groß um den heißen Preis, sondern fangen direkt mal an mit den ersten paar Manga, die einen kleinen Schnelldurchlauf darstellen. Zum einen, The Killer Inside 2 war wieder richtig nice spannend. The Gender of Mona Lisa war ganz okay. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, in welche Richtung sich das Ding entwickelt. Rache schmeckt süß. Oh ja. Ja, Mann, das war genau meins. Wirklich genau meins. Dann, ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht. Band 8 in der Collector Edition. Mir fehlt ironischerweise noch Band 6 und 7, aber ich wollte eben das kleine Artbook. Shangri-La Frontier. Noch nicht gelesen, leider Gottes. Trotz dieses Oh Mama Cover. Und Du riechst so gut. Band 3, der auch wieder. Oh mein Gott, einfach nur Liebe, Liebe, Liebe pur. Und dann kommen wir schon direkt zum einen der ersten großen, ja, Schnapper für diesen Monat. Und zwar Trouble is my Business, 1 bis 6 komplett. Es ist endlich der finale Band erschienen. Und ein Mensch, das war, ja, und was habe ich da für einen Schnapper gemacht? Relativ simpel. Ein Händler hat halt auf eBay so die Dinger reingestellt. Und halt eigentlich zum Neupreis. Hat nur einen fetten Fehler gemacht. Er hat wohl, normalerweise kostet ein Band 17 Euro, halt überall 10 Euro angeben. Ich denke mir so, what the fuck? Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ich habe einfach trotzdem mal die 6 Bände gekauft, weil ich habe eigentlich schon damit gerechnet. Ja, der wird es mir eh stornieren, sobald ihm der Fehler auffällt. Aber nein, er hat mir tatsächlich alle 6 Bände für 10 Euro das Stück verkauft. Also, wenn das nicht ein richtiger Schnapper ist und vor allem das wird eine Reihe werden, die mal ordentlich selten sein wird, weil ich glaube, Band 1 hat sich irgendwie nur 300 Mal verkauft, was halt wirklich eine einzige Katastrophe ist, sales-technisch. Und ja, da, ich will nicht wissen, wie groß die Auflagen von zum Beispiel einem 4. oder 5. oder 6. Band ist. Und wieder ein Schnelldurchlauf, da hätten wir zum einen die Schatten aus unserer Vergangenheit 4. Auch hier, ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es wahrscheinlich letztlich einfach bingen, wenn, ich glaube, der 8. und letzte Band raus ist. Dann ein englischer Manga, und zwar No Loading. Ist ein Einzelband, Girls Love. Hätte ich mir so normalerweise nicht geholt, weil 13 Euro für ein Einzelband ist. Das ist mir zu risky, weil Einzelbänder halt oft einfach so, ja, sind. Aber den habe ich für 5 Euro über eBay bekommen. 5 Euro in Englisch, Manga, da macht man nichts falsch, denke ich mal. Und dann Teach Me How to Kill You, Band 4, auch hier. Gottverdammt, die Reihe ist phänomenal. Manga Love Story 77, auch hier, schöne Reihe. Was nicht so schön ist, ist A Couple of Cuckoos. Dazu habe ich auch einen Ersteindruck gemacht. Und ja, ich werde den ersten Band wieder verkaufen. Delicious in Dungeon 9. Und zu guter Letzt Mercy Lago 14. Dann jetzt wieder zwei schöne Besonderheiten. Und zwar, ich habe mir tatsächlich auch Manga aus Italien gekauft. Und zwar Variants. Zum einen One Piece Nummer 98 in der Variant Edition, die zusammen mit Band 99 in der Variant Edition ein sehr, sehr cooles gemeinsames Bild ergeben. Was auch mit einem Teil von einem Maxi-Poster kam, wo das hin ist, habe ich gerade keine Ahnung. Und dann ein kleines Ärgernis, und zwar, ich habe mir auch Hatan Cocoon und I7 Misteri dell'Accademia Camome. Wahrscheinlich wollen mich gerade viele Italiener umbringen. Also Band 11 geholt in der Variant Cover Edition. Das Ärgernis ist, ich habe es mir halt extra geholt, weil, oh, das sollte auch noch mit einem schönen Booklet kommen. Ja, das war bei meiner Ausgabe nicht dabei. Und das Problem ist, sich da, das war es mir dann auch nicht wert, da irgendwie jetzt versuchen, das irgendwie da zurückzuschicken. Und ist aber, das ist scheiße. Genau deswegen hasse ich Amazon. Aber für italienische und französische und Co. Dinger ist Amazon leider Gottes nützlich.
Und es ist wieder Zeit für einen Schnelldurchlauf. Da hätten wir zum einen Heimkehr und Neuanfang. Der Titel mag scheiße klingen, ist aber einer der besten Boys Love Manga des Jahres. Also allgemein, die ich jemals gelesen habe, wirklich kann ich jeden nur wärmstens empfehlen. Urataro Deathseeker. Mein einziger Kommentar zum vierten Band ist: What the fuck? Pakt der Yokai 22. Mal sehen, wie lange das im Print bleibt. Karneval 21. Die Reihe geht ja jetzt endlich Richtung Ende. Ich glaube, da freut sich vor allem ein Eggman drüber. Madokas Geheimnis. Unfassbar schöner Einzelband. Wirklich eine 9 von 10 für mich. Von meiner Freundin gab es dafür eine 8 von 10. Dann Dead Mount Death Play Band 1. Auch hier überraschend unterhaltsam doch. Kaguya Summer Love is War 7. Den habe ich mir eigentlich nur geholt, weil ich kam sonst nicht auf den Mindestbestellwert für versandkostenfreie Lieferung. Also habe ich mich umgucken gesehen. Ach ja, komm, ich nehme nochmal einen Kaguya mit. The Quintessential Quintuplets Band 10. Und dann hatte einer auf dem Discord so ein paar Sachen zu verschenken. Das waren ein paar DVDs, ein paar PS2-Spiele und auch zwei Manga. Der andere kommt nachher. Und einer dieser Manga war Wise Man's Grandchild. Und ich weiß, dass jetzt viele denken, ja, das wird Lector doch eh direkt wieder verkaufen, weil Manga-Adaption einer Light Novel, die jetzt auch nicht so krass aussieht. Und ich sag mal so, ich habe es tatsächlich den ersten Band gelesen und er ist sehr durchschnittlich, aber ich habe Spaß gehabt. Ich habe mir Band 2 und 3 jetzt auch schon bestellt. Ich mochte irgendwie, hat es mir Spaß gemacht, obwohl es wirklich sehr, sehr, sehr durchschnittlich ist. Mochte ich den ersten Band und habe irgendwie, ich glaube, das wird so ein bisschen mein neues Guilty Pleasure. Also, ja, ist okay. Und wieder Schnelldurchlauf-Time, da hätten wir zum einen Versailles of the Dead Band 5. Endlich ist der Rotz weg. Halleluja! Das hat so gut angefangen und es wurde dann wirklich so hart gegen die Wand gedonnert. Allerdings, ich habe mir halt gedacht, ja komm, ich habe jetzt die ersten drei Bände gelesen gehabt. Dann lese ich diese Scheiße auch zu Ende und da ist es endlich. Dann Terra Knight 1 war ganz nett. Die Silberprinzessin, das ist auch so ein Ding. Da wurde ich von mehreren Leuten gefragt, hey, Lektor, kannst du vielleicht mal einen Ersteindruck zu machen? Will ich durchaus noch machen. Ich komme nur momentan echt nicht dazu, jeden Manga zu besprechen, den ich besprechen will. Das Problem ist, ich habe halt jetzt Kapitel 1 schon gelesen und muss sagen, meh, irgendwie hat der mir so ein bisschen so Samurai 8 Vibes gegeben, was nichts Gutes ist. Shy 4, das ist hingegen was Gutes, auch wenn ich den noch nicht gelesen habe. Hell's Paradise 10. Oh mein Gott, ist es so geil. Und dann noch was schön Englisches. Hitomi-chan ist Shy with Strangers Band 1. Dazu habe ich auch einen Ersteindruck gemacht. Richtig schöner Feel-Good-Manga. Und kommen wir jetzt mal zum Großformat. Schnell durchlauf, da hätten wir zum einen My Genderless Boyfriend Band 3. Schöne, wirklich schöne Reihe. Ich freue mich vor allem, dass jetzt im neuen Carlsen-Programm ein neuer Manga von der Macherin ist es, meine ich, dabei ist, auch wenn es Boys Love ist. The Male Bride heißt es. Allein das erste Cover. Oh mein Gott, so schön. Eins, was ärgerlich ist, in der Vorschau von Carlsen und Hayabusa steht drin, Band 4 kommt, ich glaube, August nächsten Jahres. RIP! Folge den Wolken nach Nord-Nord-West 5. Come on. Die Reihe ist phänomenal. Das Ende. Alter, das Ende. Focus 10, Band 10. Damit ist diese deutsche Eigenproduktion vorbei. Belle und das Biest im verlorenen Paradies war, naja. Vampires 4, eine schöne Reihe. Candy in Cigarettes 4, auch hier. Holy moly, war der Band gut. Oh, ich will Band 5 jetzt am liebsten schon haben. Kanojo mo Kanojo, ein Titel, wo ich in der Monatsvorschau schon noch gesagt habe, den werde ich mir nicht holen. Dann habe ich Abduls Part allerdings im Schnitt gesehen und realisiert, oh fuck, das klingt eigentlich schon irgendwie witzig. Und dann habe ich realisiert, oh fuck, das ist vom Macher von Aho Girl und fuck my life, Band 1 war gut. Dann mein Schulgeist Hanako Band 8, leider noch nicht gelesen, ich weiß, Schande über mein Haupt. Demon Slayer 10, auch hier noch nicht gelesen. Ich baue mir auch hier wieder so einen kleinen Backlog auf. Ich denke mal so, wenn Band 11 raus ist, werde ich dann nochmal schön lesen. Und dann JoJo's Bizarre Adventure Part 1 Band 2, auch den schon gelesen. Nach wie vor sehr, sehr, sehr zäh, aber irgendwie cool.
Und dann der Holy Grail, den ich diesen Monat gefunden habe. Und zwar The All New Tenchi Muyo. Wir hatten ja vor Gott weiß wie vielen Jahren den Tenchi Muyo Manga. Der hatte Carlsen wirklich noch das Carlsen Comics Logo für ihre Manga gehabt. Also sehr, sehr alt. Und ja, der Manga hatte eine Fortsetzung. Den gab es allerdings nur auf Englisch. Der, by the way, dann auch gespiegelt wurde. Fuck! Und super selten war. Aber ja, ich habe jetzt endlich ein Komplettset der Fortsetzung. Alle 10 Bände für, ich glaube, ein Fuffi war es. Was unfassbar gut ist, weil teilweise gehen einzelne Bände hiervon auf Amazon als 50 Euro oder so. Wenn überhaupt ein Amazon-Ding dabei ist. Also sehr, sehr schwer zu kriegen. Sehr, sehr schöne Ergänzung. Ich weiß, es gibt auch noch Novels dazu. Das ist ein riesen Franchise, aber mir reicht diese Manga-Adaption. Mal schauen, wie ich es finden werde. Jetzt kann ich es auch endlich lesen. Denn jetzt habe ich die Manga-Reihe zumindest auch komplett. Und dann nochmal ein paar Großformat-Dinger. Zum einen Mushishi-Band 6, 7, 8 und 9. Nur noch ein Band, dann ist die Reihe fertig. Und ich habe Bock drauf. Die Reihe ist phänomenal, auch wenn mein Tipp, binget sie nicht. Glaub mir, das sollte man nicht bingen. Dann haben wir noch Dorohedoro Band 2, den ich noch nicht gelesen habe. Mehr oder weniger glücklicherweise wurde Band 3 auch verschoben. Der kommt nämlich jetzt nicht mehr im Dezember, sondern erst im Januar voraussichtlich. Und dann noch A Man and His Cat. Ein unfassbar süßer Manga. Dann kommen wir zu den letzten Taschenbüchern, glaube ich. Ja, doch. Zum einen Amaenbo Honey, ein Omegaverse Boys Love Manga, den ich mir nur aus einem einzigen Grund geholt habe. Der Mangaka ist Kevin. Dann hatte ich diesen Monat auch Geburtstag und zwei aus meinem Mod-Team waren so lieb und haben mir was geschenkt. Zum einen der gute Abdul hat mir Green Garden Band 1 geschenkt, weil er liebte die Reihe und da ich Interesse am Schuber geäußert habe, hat er gesagt, den kriegt jetzt der Lektor. Dann eine Reihe, die hat mir der gute Cookie geschenkt, zumindest die ersten 3 Bände, aus einem sehr, sehr simplen Grund. Es hat ihn abgefuckt, dass ich ausgerechnet seinen Lieblingsmanga Nummer 1 noch nicht in der Sammlung hatte, und zwar Noragami 1, 2 und 3. Ich weiß selber nicht, warum ich den noch nicht angefangen habe. Ich mochte eigentlich den Anime recht gern. Ich habe jetzt auch schon Band 4 bestellt. Also ihn sogar schon da stehen, aber das ist für nächsten Monat. Ja, jetzt bin ich so gesehen gezwungen, Noragami anzufangen. Und dann der andere Manga, der in diesem Geschenk, in diesem, ne, in dieser Kiste dabei war, die der eine auf Discord einfach verschenkt hat. Welcome to the NHK Band 1. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem ersten Band jetzt machen soll, weil die Reihe ist super selten. Dann machen wir jetzt nächstes noch weiter mit ein paar etwas hochwertigeren Releases. Da hätten wir zum einen Number 6 in der Luxury Edition. Dazu hatten sich auch schon viele einen Ersteindruck gewünscht. Ich muss sagen, ich habe den ersten Band noch gar nicht gelesen. Und jetzt ist schon der nächste Luxury Band auf dem Weg zu mir von Mila Superstar. So viel zu lesen, so wenig Zeit, scheiß Ausbildung. Dann Shaman King, das Character Book. An sich ein sehr, sehr schönes Ding. Hätte Tokyopop nicht mal hart gefailt, weil das Ding einfach mal den kompletten Manga spoilert. Sie haben in ihrem eigenen Video eine Spoilerwarnung für ihr eigenes Produkt ausgesprochen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Da merkt man halt, sie bringen es passend. Eine hat es in den Kommentaren schon gemutmaßt, dass sie es wahrscheinlich einfach jetzt rausgehauen haben. Passend zum Weihnachts Gedöns. Und dann zu guter Letzt mein Geburtstagsgeschenk so ziemlich. Der letzte Schuber von Battle Angel Alita Last Order. Jetzt kommt noch einer von Battle Angel Alita Last Order Other Stories. Und dann muss ich, Mars Chronicles, genau so hieß es, anfangen. Ich bezweifle, dass wir dazu eine Perfect Edition kriegen, weil, ja, nee. Und dann die letzten Manga für heute, soweit ich das sehe. Noch eine Reihe, die ich auch super lange schon will, die aber nie geholt habe, warum auch immer. Und ja, ich hatte halt mein FSJ jetzt vor 1-2 Monaten beendet. Oder sogar länger, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich zum Abschied
Geld geschenkt bekommen von denen. So einen kleinen Amazon-Gutschein. Und ja, davon habe ich mir ein paar Bände Tokyo ESP geholt und die anderen habe ich über eBay. Also ja, Tokyo ESP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Damit ist die Reihe vollständig. Und ja, ich habe sie mir halt jetzt passend geholt, weil sie so langsam auch out of print geht in Deutschland. Und ich will nicht so eine Situation haben wie bei dem anderen Werk von Hajime Segawa. Hier, wie hieß es? Garay, wo man halt echt schwer rankommt, was sehr, sehr schade ist, weil Garay steht auch noch auf meiner Liste. Und ja, jetzt kommen wir zu den Comics. Und ich würde sagen, da fangen wir erstmal an mit den Heftausgaben. Da mache ich auch immer so ein bisschen schneller, wenn es halt einfach die neueste Heftausgabe davon ist. Zum einen The Good Asian 5, wo wir am Anfang erstmal dachten, ist das ein Variant-Cover, weil das null Ähnlichkeit hat mit den vorherigen Covern. Die hatten, davor hat das immer so einen schwarz-weiß-roten Stil und jetzt auf einmal Hawaii? Okay. Duplicate 3. Die Reihe sollte ja eigentlich mit dem dritten Heft enden, aber wurde jetzt scheinbar auf 5 erhöht. Defenders 1, 2 und 3. Hier war das Ärgernis. Eigentlich hatte ich ein Variant von Peach Momoko bestellt. Dann kam aber die Message, wir haben das Variant wohl leider doch nicht mehr auf Lager. Können wir dir dafür ein anderes hinzufügen oder sollen wir es stornieren? Hab dann jetzt einfach das genommen mit Deadpool drauf. Ärgerlich, aber gut. Die Reihe ist eher für meine Freundin gedacht, weil sie mag die Defenders. Dann Deep Beyond 8. Deathstroke Inc. 1. Ich war ja früher als Kind übelster Teen Titans Fan und dann jetzt hier schön Deathstroke Comic. Geil, geil, geil. Ja, Death by Life. Nummer 6. Dark Ages 1 und 2. Auch das war eher eine Comicreihe, die ich für meine Freundin geholt habe. Was haben wir da? Dann das hier habe ich mir einfach nur wegen diesem herrlich abstrusen Cover geholt und zwar Chicken Devil. Ja. Batman the Detective 5 von 6. Batman Reptilian 4 von 6. Batman Gratis Comic Tag Ding, weil meine Bestellungen von einem Monat kommen immer erst im Folgemonat. Batman Scooby-Doo Mysteries Band 6 von 12. Dann ein Exemplar für meine Sammlung und zwar die Variant Edition von Spider-Man Nummer 75 mit diesem unfassbar schönen Cover von Gleason. Ich hoffe, man erkennt es gerade gut. Holy moly, einfach nur holy moly. Avengers Tech-On 2 in der Peach Momoko Variant Edition. Avengers Tech-On 3 in der Peach Momoko Variant Edition. Dann noch für die Sammlung wieder was. Und zwar Action Comics Nummer 1035. Ja, Superman und Lois Lane, wie sie sich verliebt angucken. Und ha, einfach ha. Und dann noch ein schönes Variant. Und zwar Superman Nummer 32 aus dem... Ja, ich glaube 2018 war der Run mit dem Pride Cover. Einfach nur ein wunderschönes Cover und ja, ihr wisst, wie ich zu Pride stehe. Also und dann noch etwas weiteres Cooles und zwar A Righteous Thirst for Vengeance 1. Das klang einfach geil, deswegen habe ich es mir geholt, bin ich ehrlich. Dann als nächstes etwas, was an sich cool ist, gibt es nur einen kleinen Abfang und zwar 10 Years to Death, ein One-Shot und ja, ich glaube, die einigen sehen es schon, der Abfuck ist das Format, weil das ist deutlich größer. Und mein Problem damit ist, ich habe keine passenden Höhlen, die man zukleben kann für das Ding. Und es passt nicht in meine Kisten. Ich hasse es, wenn es nicht der Norm entspricht. Dann X-Men Nummer 3. Superman Son of Kal-El Nummer 3. Shang-Chi 4. Sensational Wonder Woman 7 mit einem Cover, wo ich sagen muss, gar nicht meins. Meine Freundin hingegen meint, wunderschön. Damit ist die Reihe bei der auch beendet. Dann Second Chances 2. Dann eine neue Reihe und zwar Primordial 1 mit einem sehr, 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 sehr geilen Variant Cover.
Nonstop Spider-Man 5, womit die Reihe tatsächlich schon beendet ist. Das kam irgendwie out of nowhere. Okay. The Nice House on the Lake 4. The Nice House on the Lake 5. Moon Knight 3. Sehr, sehr schönes Ding. Vor allem das Cover einfach. Oh, dann auch hier wieder ein Variant für die Sammlung. Und zwar Sweet Paprika 2. In dem Variant-Cover von Stier Pancejic, einem meiner absoluten Lieblings-Comic-Zeichner. Dann habe ich natürlich auch Sweet Paprika 3. Die Reihe ist, by the way, auch für Deutschland inzwischen angekündigt worden. Bei Splitter Comics erscheint er im Hardcover und als Vorzugsausgabe. Ich werde es mir natürlich auch nochmal auf Deutsch holen, weil die Reihe einfach yes ist. Dann More. Das hat mich einfach meine Freundin gedrängt, weil sie gesagt hat, das Cover ist schön, kauft ihr das. Porcelain 2. Dann etwas, da werden jetzt vielleicht der ein oder andere verwirrt sein, und zwar Made in Korea 3. Denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere, hey, hatte der Lektor nicht im letzten Update Made in Korea 4? Ja. Es gibt nur ein kleines Problem. Und zwar momentan gibt es unter anderem durch die Lufthansa und Co. übelst Probleme, diese Heftausgaben aus Amerika in Deutschland zu bekommen. Dadurch kommen teilweise Lieferungen so krass verspätet an, dass in meinem Fall tatsächlich mein Comic-Shop, wo ich halt alle Abos drin habe, Ausgabe 4 bekommen hat und erst einen Monat später eben Ausgabe 3. Like, what the fuck? Das gilt auch für das letzte, und zwar Last Flight Out 2. Das habe ich jetzt hier. Aber ich habe Ausgabe 1 noch nicht, weil auch Ausgabe 1 kam später als Ausgabe 2. Das ist... What the fuck? Einfach nur. Und dann, bevor wir zu den Hardcover-Ausgaben kommen, noch ein paar Softcover-Dinge. Und zwar zum einen Lukas Hüllegers Unfollow, welches bei Reprodukt erschienen ist. Mit dem Ding liebäuglich seit Monaten. Dann gab es bei dem Comic-Shop, wo ich es bestellt habe, noch einen Kunstdruck. Und dann habe ich mir einfach gedacht, scheiß drauf, komm, ich gönn's mir. Ich habe es aber noch nicht gelesen, allerdings meine Freundin hat es schon gelesen. Und ja, die fand es absolut grottig. Nein, Spaß, die fand es unfassbar schön. Also ja, sie... drängt mich dazu, es jetzt auch die Tage zu lesen, weil sie mit mir drüber reden will. Dann noch ein Comic, der tatsächlich aus diesem zu verschenken Ding von Discord dabei war, und zwar von Danny Books, tatsächlich Opposite Forces, wo ich sagen muss, ja. Ja, das. Ja, machen wir weiter. What If, eine ja, Anthologie von Kurzgeschichten, wo unter anderem, wie ihr hier schon auf dem Cover hoffentlich sehen könnt, trotz hoffentlich ohne Spiegelung, unter anderem der Spider-Man einfach mal zum Punisher wird. Warum nicht? Warum nicht? Dann noch Superman Smashes the Clan 1, 2 und 3. Diese Comic-Reihe habe ich tatsächlich auch reviewed auf dem Kanal, wurde zwar nicht großartig geklickt. Aber ich habe es reviewed. Dann noch Spider-Woman, Ausgabe 2 der deutschen Ausgabe. Also das Paperbacks. Und dann noch ein Geschenk zum Geburtstag von meiner Schwagerin und meinem Schwäger. Spider-Man Noir, Berlin bis Babylon. Ich glaube, das ist auch eine Spider-Man. Ne, das ist tatsächlich eine eigene Reihe aus 2020. Und ja, ist auch die deutsche Ausgabe. Und ja, ich liebe Spider-Man. Wer hätte es gedacht? Und jetzt zum Abschluss noch ein paar schöne Hardcover-Ausgaben. Zum einen von Carlsen Comics Save It For Later. Was einfach, ich habe die Beschreibung gelesen und mir gedacht, oh fuck my life, das klingt richtig gut und muss es mir einfach gönnen. So, und ja man, das Artwork, holy moly, das Artwork ist großartig. Ich hoffe, ich komme dazu, es zu reviewen. Dann ein Klassiker bei Egmont, und zwar Snowpiercer. Wo ich sagen muss, ich finde die Ausgabe an sich etwas teuer. Ich meine, 34 Euro für Schwarz-Weiß, zuermaßen zwar Hardcover, aber keine Ahnung. Doch sehr teuer, aber come on, das ist ein Klassiker. Also musste das her. Und dann zum Grande Final. Im September war ja Batman-Tag und da gab es auch Batman The World, welches ich mir natürlich in der Premium Edition gegönnt habe mit Schuba. Der hier oben, by the way, bei mir schräg ist. Also, GG Panini. Mit Kunstdruck und Gott weiß nicht noch alles. Weil
Ich fand's halt cool, okay. Ja, das war's mit den Comics und oh fuck. Mir fällt gerade live während der Aufnahme ein. Ich habe vergessen, die Umfrage zu machen. Ah! Sorry, also diesmal wird's kein Rat. Diesmal gab es jetzt kein Ratespiel. Sorry. Trotzdem erfahrt ihr jetzt gleich, wie viele Manga und Comics es sind. Oh ja, wir haben das Ergebnis. Es sind diesen Monat wieder mehr Manga als Comics. Und zwar 84 Manga und 48 Comics. Damit sind wir bei 132. Ja. Das war's. Danke fürs Zusehen. Und ja, bleib schon viel zu lange außer... Halt, danke fürs Zusehen. Ich kann nicht mehr. Und über ein Abo würde ich mich freuen. Über einen Daumen nach oben sowieso. Und... Oh Gott, das jetzt einräumen. Schatz! Ciao!